Die Vorfreude ist auf jeden Fall groß. In dieses Café hier sind wir immer wieder gekommen. Was ich auf jeden Fall auch doll vermissen werde. Hey, du! Subscribe! Das frage ich mich auch. Ich meine eigentlich nicht, weil der Stecker steckt halt noch drin im Dingsbums. So, wir leben jetzt im absoluten Chaos, haben schon ziemlich viel gepackt, aber bewegen kann man sich in der Wohnung eigentlich jetzt gar nicht mehr. Hier steht alles voller Kisten, von oben bis unten. Und es gibt trotzdem noch relativ viel, was wir noch einpacken müssen. Die Katze weiß auch nicht, wohin mit sich. Oh dear. So, wir sind beide jetzt schon richtig kaputt, das wird lustig. Jetzt gleich werden wir nach Leipzig fahren mit dem Flixbus, weil wir morgen früh die Schlüsselübergabe haben. Und dann leihen wir uns dort direkt einen Van aus, fahren zu Ikea, kaufen einen Haufen Möbel, bringen die in die Wohnung, fahren dann abends wieder hierher und am nächsten Morgen geht's dann mit dem Umzug los. Und dann haben wir es geschafft! Hier ist unser riesengroßes, schönes Bad, auf das ich mich mega freue. Wir haben Badewanne und Dusche. Wie crazy. Hier drüben ist unsere neue Küche. Auch ein sehr schöner, großer Raum. Ein Ofen. Alles, was man braucht. Und hier gleich noch der Balkon, völlig überlichtet. Vielleicht ist das auch gut so. Es ist doch schön groß, oder? Hm? Der ist doch schön groß. Schön groß. Ja. 3, 2, 1. Hier ist Voice Over Luzi. Ich habe nicht ganz so viel geredet in diesem Vlog, deswegen muss ich jetzt ein bisschen was erzählen. Wir sind zu Six gefahren, haben dort einen Transporter ausgeliehen und komischerweise einen viel größeren Transporter bekommen, als wir eigentlich bräuchten für unser Vorhaben, sind aber trotzdem über die Straßen gedüst wie zwei absolute Bubbles. Schon so ein bisschen ridiculous, dass wir jetzt so ein Riesenteil bekommen haben hier für unsere drei Sachen. Einfach auch ein iPhone Pro kaufen, dann kannst du die ganze Zeit mal eingefüllen. Dort angekommen hatten wir beide auf jeden Fall erstmal ziemlich großen Hunger und sind somit auf direktem bzw. halbdirekten Wege, wir sind noch so ein bisschen durch den Showroom gegangen, auf zum Restaurant. Und ich hatte mich, no shit, seit Wochen auf die IKEA Köttbullar gefreut. Ich glaube, ich habe die noch nie gegessen, aber ich weiß aber, dass ich sie geil finde. Ich habe die auch noch nie gegessen. Das Schöne an diesem Umzug ist jetzt wirklich, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich aussuchen kann, welche Möbel ich wo haben will. Klar, wir sind auch an ein gewisses Budget gebunden, also die 20.000 Euro Couch von Bollier wird es dann erstmal nicht, aber dennoch bedeutet es einfach sehr große Einrichtungsfreiheit für uns. Hinzu kommen dann auch noch ganz viele kleine Dinge und auch große Dinge, die man eben einfach braucht, wie Kühlschrank, Waschmaschine, Gläser, Besteck, Besteckkasten, Kleiderbügel etc. Und da wird aus einer sehr kleinen Einkaufsliste auf einmal eine sehr große Rechnung. Würde ich mit nach vorne nehmen.
kurzes, schnelles Update. Wir sind völlig kaputt. Wir haben gerade unseren IKEA-Einkauf noch in der letzten Sekunde schnell hochbringen müssen in unsere Wohnung, um dann, wow, das Licht, wow, um dann rechtzeitig bei Sixt wieder alles abzugeben. Und jetzt sind wir einfach so verschwitzt und so kaputt. Haben es aber geschafft und... Just fucking kidding. Abgezockt haben sie uns. Wir waren 4 Minuten zu spät auf dem Hof. 4! Und schwupp, ein paar Tage später bekommen wir dann eine Aufrechnung für einen kompletten Tagespreis. Das tut weh, Sixt. Das tut richtig weh. Wir chillen jetzt noch am Hauptbahnhof bei Starbucks. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Und machen weiter. Guten Morgen. Es ist der Tag des Umzugs und... Wir sind nicht nur unglaublich müde, weil wir gestern Abend noch sehr lange hier rumgerödelt haben, das Bett auseinandergebaut etc., sondern weil wir heute Morgen natürlich auch sehr früh aufgestanden sind. Mein Freund holt jetzt gerade den Transporter bzw. die Transporter ab, zusammen mit seinem Papa. Und ich warte darauf, dass der Sturm beginnt. Ich habe jetzt nochmal die Küche, oh mein Gott, ich habe die Küche geputzt nochmal und die letzten 3 Dinge eingepackt und... Ich bin super nervös. Die Katze ist auch sehr nervös. Aua, aua, ja, das merkt man. Die kommt überhaupt nicht damit klar. Au, au! Anyway, ich weiß nicht, wie viel ich überhaupt filmen kann heute, weil es wird ja ein Riesengewusel gleich mit einem Haufen Leuten und dann müssen wir noch streichen und... Ach. Keine Ahnung, wir werden sehen, ob wir uns zwischendurch sehen. Wenn nicht, dann sehen wir uns heute Abend in der neuen Wohnung. Am Abend angekommen waren wir mega kaputt, logischerweise. Mein Freund und sein Vater sind tatsächlich erst gegen Mitternacht oder so in Leipzig angekommen. Fussel hatte den Umzug gut gemeistert. Während der Fahrt war sie wohl sehr aufgeregt und ängstlich, hat mir mein Freund erzählt, aber auch ruhig. Und Gott sei Dank rochen ja dann alle Möbel und Kisten nach ihr und unserem Zuhause, sodass sie höchstwahrscheinlich sich nicht komplett verloren gefühlt hat. Wir haben aber dann nichts mehr weiter gemacht, als schlafen zu gehen. Und am nächsten Morgen ging es dann weiter. Provisorischerweise schlafen wir natürlich erstmal auf Matratze. Wir haben das Bett noch nicht aufgebaut, weil wir erstmal einen riesengroßen Kleiderschrank von hier drüben irgendwie rüberbasteln müssen. Ich wollte jetzt einen schnellen Apfelkuchen backen. Ansonsten haben wir seit 3 Tagen nicht geduscht. Unser WLAN geht noch nicht. Ah, Reis! Internetentzug ist das Schlimmste. Sleep, love, sleep, love.